Wir sehen hier so einen unregelmäßig berandeten Bereich B und fragen uns, was ist jetzt der Flächeninhalt davon? Für den Flächeninhalt schreibe ich dann so B-Betrag hier. Und da könnten wir zum Beispiel so vorgehen, dass wir sagen, gut, von wo bis wo erstreckt sich das denn in x-Richtung? Der kleinste Wert hier, das ist vielleicht das hier, nennen wir den mal a. Und der größte Wert in x-Richtung, den finden wir hier, das ist b. Und jetzt könnten wir uns vorstellen, wir machen so ein Integral von a bis b, ein eindimensionales Integral, wie wir das kennen. Und da kriegen wir die Fläche unter einer Kurve. Und dann können wir hier zwei Kurven angeben und diese Flächen voneinander abziehen. Also wir könnten sagen, vielleicht gibt es hier so eine untere Berandung, diese hier. Nennen wir das mal Phi 1. Das ist die untere Grenze hier. Also das Phi 1 ist an jeder Stelle x was anderes. Und oben, das nennen wir dann eben Phi 2, hier in Orange. Das wäre also diese obere Begrenzung hier, Phi 2. Und dann würden wir sagen, der Flächeninhalt, das ist jetzt das Integral von a bis b. Und wir nehmen Phi 2 von x minus Phi 1 von x. Das integrieren wir hier. Dx. So hätten wir das bisher schon gemacht. Und jetzt möchte ich das ein bisschen umschreiben, um den zweidimensionalen Charakter von dem Ganzen ein bisschen rauszubringen. Wir könnten sagen, das ist das Integral a bis b. Und so eine Differenz, das könnte ja auch was sein, was beim Integrieren rausgekommen ist, nämlich das Integral von Phi 1 von x bis Phi 2 von x über, sagen wir, y, dy. Dieses Integral hier. Da ist noch so eine unsichtbare 1, die wir hier integriert haben. Also wenn ich das integriere, dann brauchen wir als Stammfunktion von der 1 ein y und die Grenzen, die da einzusetzen sind, sind das und das. Da steht dann genau diese Differenz hier. Also die Klammer unten ist gerade wieder die Klammer oben. Jetzt haben wir das so als zweidimensionales Integral über den Bereich b aufgefasst, den wir durch diese Grenzfunktionen phi 1, phi 2 angegeben haben. Wir können das in dem Fall hier auch anders machen. Wir könnten auch sagen, von wo bis wo erstreckt sich denn das jetzt hier in Y-Richtung? Wir könnten ja auch sagen, der kleinste Punkt ist hier unten irgendwo. Nennen wir das mal C. Und hier oben ist der höchste Punkt. Nennen wir das mal D. Und auch hier können wir jetzt wieder solche Begrenzungen finden, die wir als, wir können diese Linienstücke hier wieder als Funktionsgraphen auffassen. Könnten sagen, das ist jetzt eine Funktion von y. Nennen wir das mal psi 1, die untere oder unten in dem Fall linke Grenze. Und dann als obere Grenze hier noch ein psi 2. Hoppla, das war nicht so gedacht. So, da ist es wieder. Hier ein psi 2. Und jetzt würden wir sagen, der Flächeninhalt. Das ist das Integral von c bis d, Psi 2 von y minus Psi 1 von y, dy. Jetzt machen wir wieder den gleichen Umschreibetrick hier, dass wir sagen, das ist jetzt das Integral c bis d, Integral Psi 1 von y bis Psi 2 von y, dx. Und dann anschließend dy. Also wir haben jetzt hier immer solche iterierten Integrale bekommen. Einmal integrieren wir erst in y-Richtung und dann in x und beim zweiten Mal erst in x und dann in y-Richtung. Und wir möchten jetzt also unabhängig davon, wie wir es genau ausrechnen, sagen, das hier, das ist das Integral über den Bereich b. Dann schreiben wir da so dx, dy oder d-Fläche hin. Und wir integrieren hier immer, können wir hier auch nochmal hinschreiben, so eine unsichtbare 1, um den Flächeninhalt zu bekommen. Hier ist jetzt also betont, dass es über den Bereich B geht und was zweidimensionales ist und nicht so sehr, wie wir es wirklich ausrechnen. Vielleicht so oder so. Das steht für die unterschiedlichen Arten, wie wir nachher daran gehen können. Hier sehen wir also diese iterierten Integrale, nacheinander ausgeführte Integrale. Und das hier wäre das, was wir dann ein Bereichsintegral nennen wollen.